Und weiter geht's mit Minish Cap. Ja. Also ich habe vorhin mal ein bisschen rumprobiert. Im Punto. Ja, mit der GameCube auf dem Laptop spielen. Und an alle Computer bewanderten Leute, die sich da draußen irgendwie mit Computern auskennen. Also, ich habe einen Laptop von Compaq 615 und ich habe auch im Internet nachgeschaut, habe aber keine Lösung gefunden leider. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Hier schon mal nicht. Vielleicht weiß ja jemand von euch. Ach, das resettet sich. Oh mein Gott. Nein, bitte nicht. Scheiß Rätsel. Jetzt schon unsympathisch. Vielleicht weiß. Ich bin Kackling. Oh. Geh tot. Ich hab jetzt keinen Bock auf dich. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen leise, weil, wenn ich auf die Uhr gucke, ist gerade 4:30 in der Früh. Naja, ich kann nicht pennen. Und denk, habe ich mir gedacht, ja, haust du mal ein paar Videos raus. Ja, das ist vielleicht gerade nicht so toll, aber hey, ich habe gerade Bock drauf. Jetzt nochmal zu meinem Computer. Also der hat Standard 60 Hertz drauf und ich kann die auch nicht ändern. Auf dem Computer. Und hat vielleicht irgendjemand. Gabba, wo bist du? Bist du noch da? Mein Gott, unterbrich mich nicht. Bei dieser Finsternis sieht man die Hand vor Augen nicht. Sei vorsichtig. Ja, das werde ich sein. Hier ist eine Schlucht. Okay. Und der hat Standard 60 Hertz. Genau. Und ein GameCube läuft nach der europäischen Paul. Keine Ahnung, warum die das so festgesetzt haben. Verordnung läuft der auf 50 Hertz. So wie der normale Fernseher halt. Und jetzt ist es mir leider unmöglich. Oh mein Gott. Mit meinem Laptop. Wir. Crabber. Den halt. Das. Ja, halt zu spielen. Was ich ziemlich schade finde. Und. Was auch zu eurem. Wohltun wäre. Die Leute, die halt meine Videos anschauen. Dann gäbe es auch mal ein paar richtig geile 3D-Spiele. Ich tendiere gerade zu Metroid Prime generell, also alle durch halt. Ja, das wäre halt ziemlich geil, wenn da irgendjemand eine Ahnung hätte. Weil das würde mich schon jetzt jucken, das zu. Willst du mich verarschen? Hä? Achso. Okay. Ich wollte schon sagen. Ja, es würde mich schon jucken, das mal zu machen, weil. Ja. Ich habe mir, wie schon mal angepriesen. Genau, wir müssen da nämlich hier so Sonnendinger drauf scheinen lassen. Wie schon angepriesen, habe ich mir Twilight Princess bestellt. Ist eigentlich schon da. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Und noch was? Habe ich noch was bestellt? Nee, ah doch. Und Luigi's Mansion, aber mein Gott, hat eh schon jeder. Ah, Hilfe. Nein, halt, halt, halt. Schild, hier. Jetzt hab ich natürlich wieder klüglich, genau, klüglich. Ha, sind wir heute wieder Deutsch. Wunderbar. Habe ich wieder nicht auf die Uhr geguckt. Wunderbar. Ich denke mal, ich habe den Part so ungefähr um, ach, keine Ahnung, 23 angefangen. Machen wir einfach bis 30. Scheiß die wandern. Ja, das wäre halt so mein Anliegen. Also, Xbox, glaube ich, ist kein Problem. Ah, das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Weil, ich weiß nicht, ob der Crabber, den ich habe, ob der auf 60 Hertz läuft überhaupt. Weil ich habe eine Xbox und 360 halte ich auch noch hier rumstehen. Und mit der könnte ich rein theoretisch ja dann. Hilfe, geh weg. Könnte ich doch dann, wenn der 60 Hertz trägt, Spiele aufnehmen, oder? Ha! Das wäre eigentlich eine Idee. Aber jetzt ernsthaft, jetzt machen wir erstmal hier.
Ich habe noch ein paar Spiele auf dem Computer, also. Missgeburt. Also. Was ist eigentlich. Ja, ich wollte nur gerade gucken, was ist, wenn man. Ein Schild dagegen läuft, aber. Naja, nicht so eine kluge Idee. Also, ich habe auch noch ein paar 3D-Spiele. Ja. Das ist nicht so wichtig, dass 3D ist, aber. Ich habe noch ein paar Spiele auf dem Computer und das sollte eigentlich reichen. Ich schau mal schnell hinten rein. Ob da jetzt irgendwas Besonderes drin ist, wenn die schon so abseits stehen. Komm, geh weg. Und Lücke. Ein Fragment. Als hätte man es gewusst, ne? Oh, ich freue mich schon auf die. Nein. Rainer. Ich freue mich schon auf mein. Auf das Tempel. Objekt, Gegenstand, Waffe. Hilfe. Ist es was. Das bringt bestimmt Licht in die ganze Sache. Ach, mein Gott. Ich würde mich gern schlagen. Nein, ernsthaft. Da unten ist eine Truhe. Okay, da unten ist eine Truhe. Wenn wir den jetzt machen, geht oben bestimmt die Schotte zu, oder? Dann können wir drüber laufen. Mit dem Hebel die ganz oben aufmachen, dann wieder runterspringen und dann. Okay. Genau, jetzt geht die ganz oben auf. Jetzt laufen wir wieder runter. Machen die unten auf und dann kommt Licht auf die Truhe und dann holen wir uns den kleinen Schlüssel daraus. Das ist natürlich eine Idee, wie man. Hilfe! Oh mein Gott. Hey, also statt den Flossen hätte vielleicht eher Schlittschuh bekommen sollen. Wäre nur eine Idee. Und Schlenk und kleiner Schlüssel. Wie ich es mir gedacht habe. Ha. Ja, so. Gib mir mal ein paar Herzen. Oder auch nicht. Ja, komm. Also, 1,5 Reihen will ich schon haben zum Schluss. Das wäre schon so mein Anliegen. Auch wenn ich es nicht ganz voll, vollbringe. Also, ja, nicht zu 100% jetzt voll mache. Oh mein Gott. Und da ist bestimmt irgendwas runtergefallen, oder? Och nee, bitte nicht, bitte nicht. Nicht so ein komischer eisblauer Schleim, oder? Oh mein Gott, du Klubschi. Klubschi! Oh, Hilfe. Geh weg. Ist ja auch noch elektrisch. Idiot. Das ist auch noch elektrisch, die Sau. Roll. Oh mein Gott. Der tötet mich. Der tötet mich eiskalt. Wenn der elektrisch ist, kann ich nichts anhaben, oder was? So eine Arschratte. Okay, wo fällst du hin? Und stirb! Oh, schade. Okay. Wie gesagt, wenn er elektrisch ist, dann kann man ihn anscheinend nichts abziehen. Aber komm, geh weg. Nein. Ja, doch. Jetzt ist er wieder elektrisch. Meine Fresse. Alter, entscheid dich mal. Genau, jetzt gehst du daher. Jetzt geht er elektrisch wieder weg. Ach, man kann es doch wegtun. Aha. Okay. Komm, geh tot. Geh tot. Oh, mein Gott. Ja, du Arschkrampe. Ah, jetzt springt er nur noch. Du Arschkanöne. Okay, gut. Fall um. Fall um. Kann ich dir den Rest geben? Geh tot! Endlich. Meine Güte. Ja, schau nicht so scheiße. Oh, jetzt haben wir endlich diesen verdammten
Tempelgegenstand bekommen. Immer ein Cut. Nein, Spaß. Die Lampe halten. Sehr praktisch, einfach mit dem Knopf an- und ausschalten. Ich finde es echt immer faszinierend, bei Zelda gibt es immer so Gegenstände, die man eigentlich überhaupt nicht, die man eigentlich in jedem Haushalt findet. Eine Lampe, die Flaschen, ja okay, Schuhe jetzt nicht gerade bombenmaunig, hoffe ich mal. Ansonsten sollte vielleicht mal jemand vorbeikommen von der SEK, oder? Also, wenn ihr Bomben bei euch zu Hause habt, dann schreibt es unten in die Comments und eure Anschrift, okay? Dann bekommt ihr Besuch. Hm. Falls ihr euch alleine fühlt. Nur so. Genau, jetzt kommen wir auch hier rein. Und wir haben Licht. Oh mein Gott. Wir machen erstmal alles hier an. Dann... Ich komme gerade überhaupt nicht klar. Ah, sehr gut. Uah, hip. Ja, was war jetzt mit den Lichtern hier? Wenn ich die alle vier angezündet habe? Ach, nix. Einfach nur so. Sechste Gaudi, oder was? Aha, okay. Das ist der klassische Fall für ein Leck mich im Arsch. Ha! Oh mein Gott. Kommt mir auch sowas entgegen? Oh, geh weg! Geht's weg, ihr Viecher! Naja, wenigstens springen sie keine Kackebälle auf uns. Lass mich raten, das geht auch wieder aus, das Licht, ja? Kann man das auch... Nee, kann man nicht ausmachen. Aha, aha, aha. Geht tot. Du gehst auch tot. Dann machen wir hier noch auf und... Ey, der Tempel ist ein bisschen verwirrend. Ein Glücksfragment ist mir recht. Ich habe ja nie genug. Also dafür, dass es jetzt noch... Dass es jetzt gerade 20 vor 5 in der Früh ist, ja, bin ich eigentlich relativ gut drauf. Also, naja, es könnte besser sein, aber... Hey, ich könnte es auch da hocken. Nö. Alles ruhig, alles gut. Und bloß keinen Stress machen, ne? Nee, bloß nicht. Sonst wäre ja wieder einer, ja, wieder wie einer aus meiner Klasse. Alles gut. Mama, kein Stress. Oh Gott, immer diese Chunkies. Naja. Alter, wie viele Drohnen gibt's denn hier bitte? Ich hab doch einen Kompass, kann ich doch mal gucken. Ach so, das waren... Ah, okay, einer davon ist noch der Master Key. Ne, halt, den haben wir ja schon. Hoppala. Jo. Dann... Leck mich doch am Arsch. Gehst du an? Und geh mal rum. Und geh mal rum, und geh mal rum, und geh mal rum, und geh mal rum. Und roll, und roll. Was machst denn du da? Komisches Typ. Komisches Typ. Ja. Haben wir wieder Deutsch gelernt. Und ein Fragment. Aber wir haben keinen kleinen Schlüssel, damit wir da durchkommen. Sprich, wir müssen erst diese Wand hier wegbomben. Damit wir überhaupt nur ansatzweise... Ja, hier weiterkommen. Und durch. Oh mein Gott, hier... Das war gerade ein übler Grafikfehler, Entschuldigung. Und bei mir ist Load Down das gerade wie die Pest, also... Ich hoffe, im Video war es gerade nicht so. Weil... Sonst wäre es richtig asozial. Okay. Ich gehe mal einfach davon... Alter! Ich gehe einfach mal davon aus, dass hier jetzt nichts mehr war und ich einfach weiterlaufen kann. Also, ich muss ja mal ein Part beenden, ne? Ich mache jetzt hier noch auf. Und jetzt sage ich, ja, falls ich noch nicht
die 15 annähernd erreicht haben sollte, mache ich nochmal weiter in dem Part. Aber ich sag erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Gabba. Tschüss.